Abend, meine Damen und Herren. Eine ältere alleinstehende Dame, ein Schüler, der wie viele seiner Altersgenossen in seinen Computer vernarrt ist, eine Frau, die erst kürzlich aus Polen gekommen ist und jetzt dringend eine Wohnung sucht und einige Bürger, die sich für eine bessere Umwelt einsetzen wollen. Wissen Sie, was diese Personen alle gemeinsam haben? Sie alle befinden sich zurzeit ganz besonders im Visier von Neppern, Schleppern und Bauernfängern. Für jede einzelne Gruppe, zu der diese Leute gehören, haben Betrüger und Trickdiebe eine aktuelle Masche auf Lager. Und damit wollen wir sie heute Abend bekannt machen. Bei den alten Leuten ziehen sie ein regelrechtes Verwirrspiel auf. Zum Beispiel bei der 82-jährigen Hildegard Schlemper, die in einer süddeutschen Großstadt wohnt. Ganz unerwartet geben sich bei ihr an einem Nachmittag gleich mehrere Besucher die Klinke in die Hand. Guten Tag. Ja, bitte. Frau Schlemper, ich hoffe, ich störe nicht. Mein Name ist Wolf. Ja, und? Ich bin Altenpflegerin von der Stadt. Darf ich mal 2 Minuten reinkommen? Wie? Ach so. Ja, natürlich, bitte. Bitte. Ich war gerade ein bisschen eingenickt. Das ist so meine Zeit nach dem Mittagessen. Ich fürchte, ich habe das Klingeln überhaupt gar nicht gehört. Aber das macht doch nichts. Ich habe gerade 2-mal geklingelt. Ich will Ihnen auch gleich sagen, Frau Schlemper, warum ich zu Ihnen gekommen bin. Wir wollen uns bei der Stadt einen Überblick verschaffen, wo überall Pflegerinnen gebraucht werden. Das ist sehr nett von Ihnen. Aber da können Sie mich gleich streichen. Also zum Glück bin ich ja noch gut zu Fuß. Und hier, da ist auch noch alles in Ordnung. Gott sei Dank. Wer ist denn das? Mein Gott, so viel Besuch bekomme ich sonst die ganze Woche nicht. Das wird mein Kollege sein, ein junger Sozialarbeiter. Der hat mich hergebracht und bloß noch einen Parkplatz gesucht. Ja, ja, ich komme ja schon. Guten Tag. Tag, Frau Schlemper. Ist denn die Frau Wolf noch bei Ihnen? Ja, aber bei mir gibt's nichts zu tun. Zum Glück brauche ich noch keine Pflegerin. Sehen Sie, habe ich doch recht gehabt. Aber hier werden wir ohnehin nicht gebraucht. Nein. Ich hoffe, Sie bleiben noch lange so fit, Frau Schlemper. Schön, danke. Wenn's nötig wird, dann melde ich mich schon. Herrgott, hier geht's doch heute zu wie in einem Taubenschlag. Guten Tag. Bitte erschrecken Sie nicht, Frau Schlemper. Wir kommen von der Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Nur eine Frage. Hatten Sie heute Besuch? Ich meine, von einer Altenpflegerin und einem Sozialarbeiter. Ja, wieso? Die sind ja noch da. Na, sieh mal einer an. Das trifft sich ja gut. Kriminalpolizei. Was wollen Sie denn? Da haben Sie wohl auf frischer Tat erwischt. Wieso? Was soll das denn? Kein Theater, wenn ich bitten darf. Kommen Sie mit. Wieso denn? Kommen Sie auf der Wache in aller Ruhe da. Bitte gehen Sie mit meinem Kollegen mit. Ich komme sofort. Ja, ja, natürlich. Bitte entschuldigen Sie, dass wir hier so reingeplatzt sind, aber das war soeben noch in letzter Minute. Also ich verstehe überhaupt nichts mehr. Was ist hier eigentlich los? Na, die beiden, das sind gerissene Trickdiebe. Die alten Leuten Geld und Wertsachen stehlen. Behaupten Sie, seien Altenpfleger oder kämen vom Sozialamt. Ja, genau. Sagen Sie, war einer von den beiden mal alleine hier in der Wohnung? Allein? Nein, nicht, dass ich wüsste. Doch, die Frau, als es klingelte und ich den jungen Mann reingelassen habe. Na, dann schauen Sie lieber mal nach, ob bei Ihrem Schmuck und Ihren Wertsachen noch alles da ist. Ja, meinen Sie, dass das so schnell geht? So schnell können Sie gar nicht gucken. Selbst wir wundern uns da immer wieder. Oh, Gott sei Dank. Da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Ist noch alles da. Und das Silber da drüben? Ist da noch alles komplett? Sowas nehmen wir nämlich auch gerne mit. Nein, hier fehlt nichts. Da können Sie wirklich froh sein, dass wir im rechten Moment gekommen sind. So. Jetzt muss ich aber los. Ich kann den Kollegen unmöglich so lange mit den beiden allein lassen. Also, auf Wiedersehen, Frau Schlemper. Auf Wiedersehen. Schönen Dank. Erst als es zu spät war, hat Frau Schlemper entdeckt,
dass sie doch bestohlen worden ist. Und zwar von dem Mann, der sich als Kriminalbeamter ausgegeben hat. In Wirklichkeit gehörten alle vier Personen natürlich zusammen. Mit verteilten Rollen haben sie dieses verwirrende Gaunerstück inszeniert und sie sind mit diesem Stück wahrscheinlich auch heute noch auf Tournee. Zum nächsten Thema. Sie werden sich vielleicht erinnern, meine Damen und Herren, in den vergangenen Monaten haben Polizei und Staatsanwaltschaften mehrfach große Aktionen gegen sogenannte Videopiraten gestartet. Raubkopien im Wert von vielen Millionen Mark wurden dabei beschlagnahmt. Nach wie vor aber ist, wie Eingeweihte wissen, eine kaum überschaubare Zahl von illegal kopierten Videoprogrammen im Handel und im Umlauf. Ähnlich sieht es auf dem Heimcomputermarkt aus. Auch hier blüht das Geschäft mit unerlaubt kopierten Kassetten und Disketten. Meist sind es die zahlreichen Computerspiele und Lernprogramme, die unter der Hand kopiert, getauscht und verkauft werden. Und viele der Beteiligten an diesem Handel, sehr oft sind es Kinder und Jugendliche, wissen noch nicht einmal, dass sie unerlaubte Geschäfte machen. Diesen Umstand nutzt eine ganz spezielle Sorte von Geldschneidern aus, die sich sogar noch als vermeintliche Ordnungshüter aufspielen. Gefährdet sind durch sie vor allem jugendliche Computerfans mit schmalem Geldbeutel. Hier, das soll echt gut sein. Das Neueste, was auf dem Markt ist. Lass es doch mal probieren. Das heißt probieren. Zu Hause würde ich es gerne haben. Ja und? Guck doch drauf, dann wird es schmal. Ich habe eine Leerkassette dabei. Okay. Dann schieb sie doch mal rein. Die Computerleidenschaft ist teuer. Mit der Anschaffung des Geräts ist es nicht getan. Die sogenannte Software, also die auf Disketten und Kassetten gespeicherten Programme und Spiele, verschlingen immer neues Geld. Mehr Geld, als viele Jugendliche zur Verfügung haben. Deshalb wird auch in den einschlägigen Abteilungen der Kaufhäuser manches neu erschienene Programm still und heimlich auf billige Leerkassetten überspielt. Klasse, das haben wir. Du, wenn's was ist, dann kopieren wir es zu Hause noch ein paar Mal. Können wir sicher ein paar Mark mitmachen. Willst du es auch haben, Markus? Komm, geschenkt. Ist doch immer das Gleiche. Ich will jetzt meine ganzen Spiele verkaufen. Warum denn das? Ich schreibe jetzt selber Programm. Macht mehr Spaß. Wo willst du die verkaufen? In der Schule? Nee, mit Freunden Geschäfte machen ist immer scheiße. Ich will eine Kleinanzeige in einer Computerzeitung aufgeben. Da habe ich sofort einen großen Kundenkreis. Das Angebot des Schülers Markus Kramer erscheint in einer der rund 30 Computerzeitschriften. Studiert werden die Inserate nicht nur von potenziellen Käufern und Verkäufern, sondern auch von Leuten, die sich auf dem umfangreichen privaten Computermarkt als selbsternannte Saubermänner tummeln, obwohl sie nicht dazu berechtigt sind. So, hier habe ich die nächste Gruppe. Ich kann heute noch zur Post gehen. Gib mir erstmal die Adressen. Markus Kramer. Schneiderstraße 18, 5000 Köln. Sibylle Kowald, Rosengasse 5, 65 Mainz. Einer dieser selbsternannten Saubermänner ist Horst Bellmann. Im Namen einer in Wirklichkeit gar nicht existierenden Firma Computer Control schreibt er all jene Inserenten an, denen er aufgrund ihrer Annonce unterstellt, dass sie Computersoftware anbieten, die illegal kopiert worden ist. Unter Hinweis auf das verletzte Urheberrecht verschickt er sogenannte Abmahnungen und fordert jeweils eine Unterlassungserklärung. Für seine Auslagen berechnet er pro Fall 300 Mark. Im Hause Kramer löst das Schreiben der Firma Computer Control dann ein kritisches Gespräch zwischen Markus und seinem Vater aus. Tja, du, das sieht nicht gut aus. Da wirst du wohl in den sauren Apfel beißen müssen. 300 Mark. Das ist ja ein Taschengeld für 3 Monate. Das hättest du dir vorher überlegen müssen. Wie kommen die eigentlich dazu? Was geht dir das an, wenn ich meine alten Computerspiele verkaufen will? Ganz einfach. Du machst ihnen Konkurrenz mit illegaler Ware. Wieso? Die rechnen sich nach deinem Inserat doch aus, dass du nicht nur Originalspiele verkaufst, sondern dass da auch kopierte Programme dabei sind. Das macht doch jeder. Guck dir doch an, wie viele solche Anzeigen im Heft drin sind. Darauf kommt's nicht an. Entscheidend ist, dass es sich bei deinem Angebot zumindest zum Teil um Raubkopien handelt. Und dass die Firma Computer Control dadurch weniger von ihren Originalprogrammen verkauft. Schreiben sie hier ja auch. 40.000 Umsatzverlust, sagen sie. Und wieso soll ich da jetzt Geld bezahlen? Da gibt's ein entsprechendes Gesetz.
Die können von dir die Unterlassungserklärung verlangen, weil du sie ja mit unlauteren Methoden praktisch schädigst. Das Geld, die 300 Mark, das ist nur für die Unkosten, die sie mit der Schreiberei haben. So ein Mist. Und da gibt es keinen Ausweg? Ich sehe keinen. Wenn wir es nicht auf einen Prozess ankommen lassen wollen. Und das könnte noch viel teurer werden. So wie ein großer Teil der anderen angeschriebenen Inserenten hat Markus Kramer das scheinbar kleinere Übel gewählt. Er hat die Unterlassungserklärung abgegeben und die 300 Mark an die angegebene Postlageadresse geschickt. Dass es die Firma Computer Control in Wirklichkeit gar nicht gibt, sondern dass sich hinter der Postlageadresse lediglich ein Betrügerpärchen verbirgt, das haben Vater und Sohn nicht gewusst. Um es noch einmal klar zu sagen, solche Abmahnungen sind bei Wettbewerbsverstößen durchaus üblich und können auch berechtigt sein. Aber es empfiehlt sich, wenn man ein solches Schreiben bekommt, die Echtheit des Absenders und seine Berechtigung für eine solche Abmahnung zu prüfen. Im Zweifelsfall kann sich auch der Weg zum Anwalt lohnen. In dieser Sendung sind übrigens, wie Sie ja wissen, Namen von Personen und Firmen stets geändert, denn es kommt uns ja hier immer nur auf den Trick oder die Masche an, mit der die schwarzen Schafe eines Gewerbes operieren. Mit einer solchen ebenfalls sehr windigen Sache aus dem Bereich des Versandhandels haben wir es hier bei dem nächsten Vorgang zu tun. Da bietet eine Schweizer Versandfirma ein geheimes Erfolgsrezept an, wie man mindestens einmal bei Preisausschreiben im Lotto oder in der Lotterie gewinnen kann. Der Weg zum Lottokönig ist zwar nicht ganz billig, er kostet 39 Mark, aber der Erfolg wird ja, wie es hier heißt, garantiert. Ein Zuschauer ist im Angebot für uns auf den Grund gegangen, hier das Ergebnis. Ein Büchlein mit Ratschlägen, die es in sich haben. Da heißt es zum Beispiel zum Thema Preisausschreiben: Ein wesentliches Prinzip ist die häufige Teilnahme. Je mehr korrekte Lösungen Sie einsenden, umso größere Gewinnchancen haben Sie. Und zum Thema Teilnahme wörtlich: Sie werden also bestimmte Materialien benötigen. Ganz oben auf der Liste der Utensilien steht ein Stift. Welche Farbe er hat, spielt keine Rolle. Gott sei Dank versorgt die Industrie Sie ja heute mit einer reichen Auswahl solcher Stifte. In dieser Qualität geht es dann weiter. Wie gesagt, zum Preis von 39 Mark. Für 100 Mark kann man bei zahlreichen anderen zwielichtigen Firmen ein anderes Geheimnis erwerben. Das Rezept nämlich, wie man bei der Bundespost ein Darlehen von 10.000 Mark erhält, das im Grunde genommen gar keins ist, weil man es angeblich nicht zurückzahlen muss. Wer die 100 Mark bezahlt, bekommt ein solches hektografiertes Papier. Darin wird auf den ersten Blick ein recht verblüffender Vorschlag gemacht. Er basiert auf der Tatsache, dass man ein Postgirokonto für 4 Wochen um 1.000 Mark überziehen kann. 13 Postgiroämter gibt es in der Bundesrepublik. Also, so empfehlen die Verfasser des Reports, braucht man nur bei den 13 Giroämtern jeweils ein Konto zu eröffnen und diese dann der Reihe nach um 1.000 Mark zu überziehen. 13.000 Mark hat man auf diese Weise bekommen. Wenn man dann 2.000 oder 3.000 Mark dafür verwendet, die Konten zum Ende der Überziehungsfrist, gewissermaßen im Rotationsprinzip, für kurze Zeit wieder aufzufüllen, dann entsteht sozusagen ein Kreislauf, der dazu führt, dass auf mindestens 10 Konten stets ein Kredit von 1.000 Mark gewährt ist. An Rückzahlung dieser 10.000 Mark braucht man dann nicht zu denken. So verblüffend dieser Vorschlag auch ist, er hat natürlich zwei ganz entscheidende Haken. Erstens ist der Überziehungskredit bei der Post nicht zinslos. Er kostet im Jahr mehr als 10% von den Kontoführungsgebühren ganz abgesehen. Und zweitens hat die Bundespost diesem unerwünschten Kreditverkehr einen ganz entscheidenden Riegel vorgeschoben, indem sie nämlich sicherstellt, dass Einzelpersonen nur in einem der 13 Giroämter ein Konto unterhalten dürfen. Das stört die Verkäufer dieses angeblichen Geheimrezepts zum Reichtum natürlich wenig. Denn ihnen kommt es nur darauf an, für ihr wertloses Papier die 100 Mark einzustreichen. Das nächste Thema führt uns auf den an krummen Geschäften ja nicht gerade armen Wohnungsmarkt. Da hat sich in letzter Zeit eine recht üble neue Masche breit gemacht. Betroffen sind wieder einmal vor allem einfache Menschen, die ohnehin keine Mark zu viel haben. Ausländer, die noch Sprachschwierigkeiten haben, oder Aussiedler, die mit den Verhältnissen in der Bundesrepublik
noch nicht so gut vertraut sind. Die 64-jährige Karla Bruschinski lebt seit knapp 2 Jahren in der Bundesrepublik. Sie ist als Aussiedlerin mit ihrem Mann aus Polen gekommen, in der Hoffnung, ihren Lebensabend in etwas besseren Verhältnissen verbringen zu können. Doch die Umstellung auf das Leben in der neuen Heimat ist nicht leicht. Und seit dem überraschenden Tod ihres Mannes muss sie alle Schwierigkeiten allein meistern. Nach ihrer Ankunft in der Bundesrepublik hat sie zwar eine kleine Wohnung bekommen, aber weder in dem Haus noch in der Gegend fühlt sie sich wohl. So ist sie erneut auf Wohnungssuche. Und sie hat sogar Aussicht, etwas Passendes zu finden. Denn auf eine Anzeige hin hat sich bei ihr eine Firma gemeldet, die preisgünstige 2-Zimmer-Wohnungen anbietet. Dass die Firma erst seit wenigen Tagen in der Stadt residiert, weiß Frau Bruschinski nicht. Und das provisorische Firmenschild an der Tür ist für sie kein Alarmzeichen. Frau Bruschinski, guten Tag. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Gut, dass Sie so schnell gekommen sind. Wir sind nämlich schon bald wieder ausverkauft. Aber Sie haben doch gesagt am Telefon, dass Sie haben 5 Wohnungen, die für mich in Frage kommen können. Ja, ja, sicher, das war heute Vormittag. Aber unsere Wohnungen sind nicht nur schön, sondern auch sehr preisgünstig. Die gehen ruckzuck weg. Eine 2-Zimmer-Wohnung brauchen Sie. Parterre und im 1. Stock ist noch eine Wohnung frei. 1. Stock, wäre gut. Parterre, wissen Sie, ich bin ein bisschen ängstlich. 1. Stock, das wäre gut. Kein Problem. 1. Stock. Das sind 52 Quadratmeter, 2 Zimmer, Küche, Bad, kleiner Balkon und eine Abstellkammer. Dazu Kellerraum und Waschküchen mit Benutzung. Brauchen Sie eine Garage? Nee, nee, du meine Güte. Auf meine alten Tage ein Auto, das kann ich mir doch gar nicht leisten. Aber, Frau Bruschinski. Nur was kostet denn die Miete? Miete zahlen Sie bei uns gar nicht. Das ist ein Erwerbermodell. Sie kaufen die Wohnung. Um Gottes Willen. Keine Angst, das kostet Sie im Monat nicht mehr, als wenn Sie zur Miete wohnen würden. Ich weiß nicht. Das geht doch also nicht. Doch, doch, Frau Bruschinski. Ich zeige Ihnen das gleich mal. Es ist doch besser, Sie zahlen für die eigene Wohnung als für einen fremden Hauswirt. Nun ja, aber bei meiner kleinen Rente. Keine Bange, wir haben schon ganz anderen Leuten zu einer Eigentumswohnung verholfen. Warten Sie, ich zeige Ihnen das mal. Die Mitarbeiter der zwielichtigen Maklerfirma legen es darauf an, Kunden, die eine Wohnung mieten wollen, davon zu überzeugen, dass der Kauf einer Eigentumswohnung für sie viel günstiger sei. Da sie sich ganz gezielt nur an Bevölkerungsschichten wenden, denen diese Materie völlig fremd ist, haben sie relativ leichtes Spiel. So. Was zahlen Sie denn jetzt so an Miete, so mit allem drum und dran? So mit Heizung und Müll 450 Mark. Nun passen Sie mal auf. Für die 2-Zimmer-Wohnung in dem Objekt, das ich Ihnen eben gezeigt habe, übrigens eine sehr ruhige Wohngegend, müssen Sie auch nicht mehr hinlegen. Ist das wirklich wahr? Ja. Haben Sie ein paar Rücklagen? Ich meine Sparbuch oder so. Ja, 5000 Mark. Ungefähr. Auf Sparbuch. Naja, ein bisschen wenig. Aber das macht nichts. Das reicht. Das reicht? Um Wohnung zu kaufen? Natürlich. Passen Sie mal auf, ich erkläre Ihnen das jetzt mal ganz genau. Die Wohnung kostet komplett, mit allem drum und dran, 140.000 Mark. Das Eigenkapital, 10%, macht 14.000 Mark. Weil Sie das Geld nicht haben, beteiligen Sie sich als stiller Gesellschafter bei der Immobilien Service GmbH. Die strecken Ihnen das Eigenkapital von 14.000 Mark vor. Dafür zahlen Sie 20 Jahre lang im Monat 75 Mark. Das Restdarlehen von 126.000 Mark besorgen wir Ihnen über unsere Hausbank. Aber dafür brauchen wir natürlich Ihre Rentenbescheinigung. Mit der Bank werden wir das so regeln, dass Sie mit einer monatlichen Belastung von rund 300 Mark wegkommen. Das heißt, Sie zahlen also insgesamt 375 Mark. Somit verbleiben noch 75 Mark für Heizung und so. Sie zahlen also keinen Pfennig mehr als jetzt. Also das ist ja kaum zu glauben. Doch, doch, Frau Bruschinski, das können Sie ruhig glauben. Sie machen sogar noch ein kleines Extrageschäft. Wieso? In den 140.000 Mark ist ja auch die Garage mit drin. Und weil Sie kein Auto haben, können Sie ja die Garage für 80 bis 100 Mark im Monat vermieten. Was sagen Sie nun? Also verstanden habe ich das alles nicht. Wissen Sie, solche geschäftlichen Dinge, die hat sonst immer der Mann gemacht. Der hätte Ihnen bestimmt zugeraten. Nun, vielleicht haben Sie da recht.
Nur wie gesagt, Sie müssen sich schnell entscheiden. Die anderen stehen schon Schlange, wir können die Wohnung nicht reservieren. Na, was muss ich denn jetzt machen? Da wäre als erstes ein Beteiligungsvertrag zu unterschreiben, hier unten, da. Dann ein Beratungsvertrag, damit wir uns bei der Bank für Sie um die Finanzierung kümmern können. Alles andere folgt dann später. Notar, Kaufvertrag und so weiter. Nur zu, Frau Bruschinski. So eine Chance kommt so schnell nicht wieder. Frau Bruschinski glaubt dem redegewandten Mann. Sie weiß nicht, dass sie es mit einem Betrüger zu tun hat und dass sie mit ihren Unterschriften Verpflichtungen eingeht, die mit dem geplanten Erwerb einer Wohnung überhaupt nichts zu tun haben. Ja. So. Damit ist dann alles in Ordnung, Frau Bruschinski. Wie ist es? Haben Sie das Sparbuch dabei? Das Sparbuch ist zu Hause. Wieso? Ja, Sie müssen jetzt natürlich die 3% aus dem Beratungsvertrag und die erste Rate für die Beteiligung zahlen. Das macht 4.275 Mark. Die sind ja sofort fällig. Um Gottes Willen. Da haben Sie ja gerade unterschrieben. Aber das geht Ihnen ja nicht verloren. Das wird auf den Kaufpreis für die Wohnung angerechnet. Hier, schauen Sie her. Hier steht es schwarz auf weiß. Ach so. Na, Sie müssen schon entschuldigen. Ich habe das alles nicht so richtig verstanden. Macht nichts. Kommen Sie jetzt, Frau Bruschinski. Wir holen das Sparbuch und gehen zur Bank. Je schneller wir das erledigen, desto eher sind Sie in Ihrer neuen eigenen Wohnung. So unglaublich es klingt. Nicht nur Frau Bruschinski hat ihre Ersparnisse ausgeliefert, auch in unzähligen anderen Fällen haben Wohnungssuchende Verträge abgeschlossen und Zahlungen geleistet, ohne überhaupt eine Wohnung gesehen zu haben. Überflüssig zu sagen, dass es solche Wohnungen auch gar nicht gegeben hat. Die Polizei hat bei einer einzigen solchen Firma in den Geschäftsunterlagen die Namen von 1300 Geschädigten entdeckt. Nachdem sie gezahlt hatten, meist Beträge zwischen 3.000 und 5.000 Mark, haben sie von der ominösen Firma nichts mehr gehört. Der Firma kam es nur auf das rasche Kassieren an. Dann wurde das Büro geschlossen und in einer anderen Stadt unter anderem Namen neu eröffnet. Und nun, meine Damen und Herren, wieder ein Experiment. Unser Mitarbeiter Bernd Schröder testete diesmal einen Trick, bei dem die echten Täter zwei Dinge kombinieren. Das gesteigerte Umweltbewusstsein und den verbreiteten Wunsch nach einem kleinen Nebenverdienst. Als Köder diente dieses Inserat. Achtung Umweltfreunde, für stundenweise leichte Nebentätigkeit im Bereich des Umweltschutzes suchen wir zuverlässige Mitarbeiter. Verdienst pro Woche 180 Mark. Das Echo, Sie sehen es, war beachtlich. Das große Wartezimmer in einem Hotel reichte gerade aus, um allen Interessenten Platz zu bieten. Die Namen wurden registriert und geduldig harrten die Umweltschützer in später Dinge, die da kommen sollten. Dies hatten wir vorbereitet. Ein angebliches Messgerät, wert nur ein paar Pfennige. Und der dazugehörige Prüfstab, gekoppelt mit einer Anzeigeskala. Außerdem ein sehr amtlich wirkendes Vertragsformular. Es geht also um die Luft. Der Köder war also ausgelegt und schon zappelt der erste Fisch an der Angel. Was da wirklich alles drin ist. Und wir wollen jetzt machen eine flexible und mobile Messung. Und dafür brauchen wir Mitarbeiter, die also einfach mal rausgehen, in ihrem Wohnbereich durch die Straße marschieren und mal wirklich das messen, was der Fußgänger, der da unterwegs ist, einatmet. So, das ist unser Gerät. Darf ich das gerade mal vielleicht demonstrieren? Das ist das Basisgerät, was Sie hier sehen. Und dieses ist das Messwerkzeug. Ja. Hier gibt es also, sehen Sie hier vorne diese Einführschlitze und da, wo die roten Punkte sind, da gibt es vier davon, da führen Sie praktisch dieses Gerät ein. Jetzt gucken Sie mal auf die Skala hier unten. Wenn ich das jetzt hier einführe, müsste sich im Prinzip ein bisschen was tun. Tut sich auch, ein kleiner Ausschlag. Ja, kleiner Ausschlag nach links. Ist logisch, die Luft hier natürlich relativ ordentlich ist. Im roten Bereich ist es praktisch nicht mehr so gut, da wird es kritisch, im grünen Bereich ist es in Ordnung. Und Sie haben dann praktisch die Aufgabe, diese Messwerte auf der Skala in einer Liste aufzuschreiben. Jetzt ist nur noch eines. Sie werden verstehen, dass wir für das Gerät eine Kaution brauchen, als kleine Sicherheit für uns. 60 Mark haben wir da vorgesehen im Vertrag. Ich habe nur 20 Mark dabei. Das ist dafür. Ja, machen wir Folgendes. Wir vereinbaren jetzt hier die 20 Mark und schreiben wir drauf, Rest 40 Mark wird beim Besuch des Mitarbeiters bezahlt. So, dann wär's das. Wie selbstverständlich wird eine Kaution hinterlegt für die in Wirklichkeit ziemlich wertlosen Geräte. Und hier ist Kunde Nummer 2. Wo sind Sie denn zu Hause? Wohnen Sie in der Stadt? Oder? Bei Tomburg. Ah ja, da ist ja an für sich, sagt man noch ein bisschen bessere Luft, wir werden das mal feststellen. Sie müssten also im Bereich Ihres Wohnortes messen. Das ist das Messgerät, was wir Ihnen mitgeben. Da müssten wir auch eine kleine Kaution Ihnen abverlangen dafür, dass wir Ihnen das anvertrauen.
Und wenn Sie keine Lust mehr haben, das Gerät zurückgeben würden, ja, dann kriegen Sie Ihre 60 Mark Kaution zurück. Ja? Ja? Ja. Gut, 60 Mark habe ich quittiert. Sind wir uns schon einig. Es leuchtet offenbar ein, dass die vermeintlichen Umweltschützer für ihr spezielles Messgerät eine kleine Sicherheit verlangen. Der nächste Interessent kratzt dafür sogar die letzte Mark zusammen. Auch mit Solarzellen, also kein Strom, also solcher drin kann nichts passieren. Wir sollten es nicht auseinandernehmen, das ist ganz klar. Und wir vertrauen Ihnen das ja auch an, würden aber ganz gerne von Ihnen eine kleine Kaution haben für das Gerät, die dann aber verrechnet wird, das steht ja auch drin, Sie sehen das. Könnte ich von den 60 Mark eine Anzahlung machen, aber ich habe beide. Ja, wir könnten noch vereinbaren, also ein bisschen was muss schon sein, weil es auch einen gewissen Wert hat, das Gerät. 20 Mark ungefähr. Oder 20er, das sollten wir schon machen. Jo. Da würde ich sagen, wenn der Kollege vorbeikommt, dass Sie praktisch die restlichen 40 dann dem geben. Genau. Ja, machen wir das so. Aber das weiß ich jetzt, wie Sie gleich in der Klage. Ja. Ups. 15. Warte mal, für die Rückfahrkarte. Naja, dann müssen wir ein bisschen was haben. Machen 15 Mark ist in Ordnung. Schreiben wir 15 Mark ein. Also 60 Mark trage ich hier im Vertrag ein und schreibe hier unten hin 15 Mark erhalten. Genau. Ja? Natürlich, auch Kleinvieh macht Mist. Und wie man sieht, ist der in Aussicht gestellte Nebenverdienst wohl so verlockend, dass auch dieser Herr bereitwillig erstmal in die eigene Tasche greift. Wunderbar. Es gab allerdings auch eine erfreuliche Ausnahme. Eine junge Frau ließ sich von den vorgegaukelten Verdienstmöglichkeiten nicht blenden. Nach reiflicher Überlegung entschied sie so. Gut, das wäre es praktisch. Dann bräuchte ich Ihre Unterschrift noch. Einen Durchschlag bekommen Sie von mir mit, von diesem Vertrag, damit Sie das auch nochmal in Ruhe nachlesen können, wenn Sie wollen. Suchen Sie nach dem Fallstrick im Vertrag. Gibt keinen. Das ist eine ganz klare Sache. Wir wollen von Ihnen eine kleine Leistung und honorieren das. Ich möchte es doch lieber nicht machen. Es tut mir leid, wenn ich jetzt Ihre Zeit nur in Anspruch nehme. Ja, nee, es ist da. Wir müssen nur wissen. Das, es ist... Wo ist das Problem für Sie? Ich sehe das jetzt eigentlich nicht. Ich meine, es ist ja immerhin auch Geld, was Sie bekommen. Es sind 27 Mark im Monat. Ja, es ist schon richtig, aber es ist mir also doch etwas, muss ich ehrlich sagen, etwas zu unsicher. Und zu unsicher? Ja. Verstehe ich zwar nicht, aber gut, akzeptiere ich. Keine Unterschrift, keine Kaution. Die junge Frau behielt einfach kühlen Kopf. Vielleicht haben wir mit diesem Experiment wieder einmal dazu beigetragen, dass Sie, meine Damen und Herren, bei einer solchen oder ähnlichen Gelegenheit ebenso kritisch und vorsichtig reagieren. Schön wär's. Vielen Dank fürs Zuschauen, guten Abend und auf Wiedersehen.